Folge 52 hier in Borderlands 2. Und wir haben in der letzten Folge eine Quest abgeschlossen und schauen jetzt mal, wir haben schon wieder ziemlich viel zum Abgeben. Aber ich würde trotzdem erstmal noch das hier machen. Opa, bleib mal kurz stehen. Vielleicht kannst du den Leuten dort helfen oder so. Die Bewohner wurden nach dem Ausbruch des Schädelfrosts in ihre Häuser gesperrt. Jede wette, dass sie deine Hilfe brauchen. Brauchst du die beide nicht mehr? Raketenwerfer nehme ich nicht. Nimmst du doch. Muss ich mir jetzt regelrecht entscheiden? Du kannst aber erstmal beide mitnehmen. Ich habe ja jetzt schon zwei, hatte ich ja schon mal eine Auswahl. Hier willst du noch eine Dings haben? Ne, was? Was bei Kevin die Geschenke austauschen oder was? Oh ja, eine Säure-Shotgun, die wäre gut. Ich will auch Geschenke. Danke. Mehr habe ich aber nicht. Ich habe noch eine. Ja, siehst du, und ihr fragt euch, warum ich heute so still bin. Ich habe noch eine Säure-Granaten, Mann. Nee, ich will keine Almosen von dir. Ich will ernst gemeinte, liebevolle Geschenke. Nicht irgendwas, weil du gerade noch was übrig hast. Dir kann man es echt nie recht machen. Es ist nicht unser Air-Typ. Da hinten genau ist er drin. Ne? So, Matze redet jetzt nicht mehr mit uns, weil er sich vernachlässigt fühlt. Ah, Stani. Das ist wie das Geburtstagskind, was sieht, dass der Bruder eine tolle Torte bekommt und man selber kriegt dann so und ich. Ja, ich habe hier noch ein paar Brotrempel von gestern. Also komm! Aber sie müssen von gestern sein! Naja, klar. Du, wo ist denn hier unser. Wo müssen wir denn hin? Ja. Denkst du nie, dass du es ein bisschen übertreibst? Nee, ich denke, ich bin hier voller Ernst dabei. Euch in der Hyperion-Familie willkommen zu heißen. Na dann. Gebt Acht wegen der Stalker-Attack. Man kann nie zu schnell. Ich klopf mal hier an der Tür. Ja, knock on Heaven's Door und so. Hallo. Angesichts der Art, wie du diese Roboter entsorgt hast, dachten wir Bewohner von Overlook, ob du uns vielleicht an die Hand gehen könntest, sozusagen. Nee. Du hilfst uns? Ausgezeichnet. Also, der nächste Punkt auf der Agenda. Wir sterben alle an einer Gehirnkrankheit. Wenn du uns 3 Chargen Medikamente besorgen könntest, würden wir überleben, was es mir ermöglichen würde, dich zu entlohnen. Unsere Medikamentenmaschine braucht eine neue Batterie. Steig bitte die Leiter zur Turmuhr hinauf und entnimm die Batterie der Uhr. Irgendwie hat die so ein bisschen Sprachfehler, ha? Naja, das passiert halt, wenn du Gehirnfrost hast. Von Overlook. Sie sind willkommen. Man versteht der Robot nicht. Nee. Nee. So, na, ich sehe schon, Kevin kraxelt. Ich beobachte das aus sicherer Entfernung. Ich finde aber die Ansage cool. Es könnte doch noch viel schlimmer sein. Ja, recht haben sie. Ja. Das ist natürlich schon irgendwie so eine zwanghaft optimistische Einstellung. Sei doch nicht so traurig, es könnte alles viel schlimmer sein. Volltrottel hat die Turmuhr geschottet. Woher soll ich jetzt wissen, wie spät es ist? Du hast die Batterie gefunden. Leg sie in unsere Medizinmaschine ein und kauf uns Arzneien gegen Schädelfrost. Bitte. Und sobald ich herauskriege, wer fand, eine funktionierende Uhr sei wichtiger als Medizin gegen Schädelfrost, erhält derjenige eine strenge Verwarnung. Ich war's. Habe ich gemerkt. Ich hoffe, du bist geimpft. Danke, aber wir brauchen noch 2 Chargen. Die nächste führt ein Hyperion Materialoffizier mit sich, der in den Highlands herumreist. Besorgt die Arznei von ihm. Ohne seine Wachleute macht dir der Materialoffizier sicher einen guten Preis für die Medizin. Ich schlage vor, du killst sie. Freundlich, wenn möglich. Wollte gerade sagen, der Preis ist eine Kugel. Wie kann man jemanden freundlich killen? Einfach sagen, Entschuldigung, haben Sie was dagegen, wenn Sie eine Kugel im Kopf hätten? Wenn derjenige dann sagt, nein, dann ist es okay. Wenn er sagt, ja, dann warst du immerhin freundlich. Hast du immerhin gefragt, das stimmt natürlich. Es kommt ja darauf an, wie man jemanden umbringt. Entweder sofort und schmerzlos oder mit Qualen. Aber das Resultat sieht ein bisschen qualvoll aus, was da ja gerade passiert. Ja, das ist dasselbe, aber es ist freundlich. Darum ging's ja. Richtig, man muss immer den Schein wahren. Bitte in den Behälter
Ah. Gekauft. Du bist sehr effizient. Das imponiert mir. Die letzte Charge sollte per Schiff geliefert werden. Da haben wir. Wir haben den Kontakt immer verloren. Finde sie. Bitte. Sonne? Oh, diese blöden Thrasher, ey. Und das... Alles okay? Alles nur... Ne, sag mal. Darf ich das sagen? Wegen wem, oder? Ja. Ne, es war doch, haben wir doch bei Pre-Sequel rausgefunden, wer dafür verantwortlich ist. Ach ja, wegen Hammerlock. Der dumme Idiot. Weil wenn es irgendwas gibt, was der Matze abgrundtief hasst in dem Spiel, dann sind es Thrasher. Ja, ne, es gibt halt fast nichts Schlimmeres, also nichts Nervigeres. Weil hier dieser Wurmloch-Thrasher. Ja. Der meint, er müsste uns mit seinem blöden Wurmloch anziehen. Was erlaubt er sich? Ja, eben. Kommen wir denn dahin, wenn wir hier jeden anziehen können? Solange sich nicht alle ausziehen, ist alles gut. Nur dafür gibt's einen Strich, ja. Ich glaub, warum ich gerade stehen bleibe. Ja, deswegen. So. Ich habe übrigens ein Grundkonzept der Bestrafung entwickelt. Aha. Bin mir aber noch nicht sicher, ob wir das durchsetzen wollen oder so. Sei vorsichtig. Ich habe es auch noch nicht hundertprozentig ausgeklügelt. Aber wenn ich, vielleicht habe ich in der nächsten Folge schon eine Beta-Version davon. Dann kann ich euch ja mal mitteilen, was so meine Idee war. Arznei besorgt. Effizient, sehr effizient. Und nun verteile die Medizin bitte in der Stadt. Wir sind ein paar Fresher. Würde es selbst wirklich machen, aber Hyperion mag es nicht, wenn wir unsere Häuser verlassen. Verstehe ich irgendwie nicht. Oh, sind das Mistratten! Ein Fresher, der durch die Luft fliegt. Und hier ist ja noch ein Wurmloch-Thrasher. Und klein noch einer. Ja, weil der mein Auto kaputt ist. Habt sorry. Jetzt mache ich euch alle fertig, ihr Mistviecher. Das passiert hier immer. Das ist wie bei dieser Briefquest, die wir mal hatten. Da muss auch irgendjemand hier einen Brief abgeben. Und wenn man sich da aufteilt, ist hier immer jemand alleine. Ach, Robert, sagt man dazu, ne? Da war Kevin wohl schneller. Ja. Aber kein Problem. Warte, du willst für nicht geschoben werden. Doch. Na, dann komm doch mit. Ich muss mich bloß so ein bisschen korrigieren, dass ich weiter im Podium bleib. Hier ist eine Fahrzeugstation, ne? So, bitteschön, lieber Robert. Heidi Duni, willkommen zum neuen und verbesserten Special Ride. Danke. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Hat's uns weggedroschen, ne? Aber Robert auch ein bisschen. So, oh, dann haben wir ja die drei Chargen Medizin. Liefern wir sie ab? Liefern wir mal sie ab? Liefern wir mal sie ab? Mit aller komplett, Charge komplett. Oh. Liefern wir sie mal ab? Ja. Das ist richtig. Jetzt hab ich's. Schon schwer. Ja, ja. Oh. Ja, wo kommt der Robert? Herausragend. Herausragend geparkt. Hä? Wäre da nicht die unsichtbare Wand gewesen, wäre ich reingeflogen. Ach so. Hyperion gratuliert Harriet Blevis zur Geburt ihrer Zwillinge. Oh, danke. Und wünscht ein glückliches Händchen auch, dich zu sehen bei der Wahl des zu behaltenden Babys. Machst du da? Leck mich, du kannst mir so viel Medizin bringen, wie du willst. Für mich bleibst du trotzdem ein Skaglutscher. Sorry wegen Dave. Er ist... Läuft. Wir versuchen nicht mit ihm zu sprechen. Komm zurück und hol dir deine vereinbarte Belohnung. Gecklutscher also, ha? Ich hol mal. Mach das mal. Besorge Medizin für die Bewohner von Overlook. Abschluss. Mit 10 Leute wie dich würde diese Skin-Anpassung. Mhm. Hat jetzt unsere so. Gehirne nicht von ich hab's sie klar angenommen. Werden, nee, ist richtig. Kommen wir zu Punkt 2 meiner Agenda. Revolte. Wenn wir die Herrschaft Hyperions abschütteln wollen, braucht die Stadt einen Schild wie Sanctuary, um sie Hyperion vor den Moonshot-Blitzen zu schützen.
Wenn du der Stadt ein paar Schilde spendieren könntest, könnte ich sie zerlegen und daraus uns einen Schild bauen. Vielleicht kann ich die von vorher noch zurückkaufen. Die habe ich nämlich gerade vertickt. Wo ist der Grinder? Ich habe noch ein paar, glaube ich. Ja, hier. Ich habe auch noch ein paar, die kaufe ich gerade zurück vom Automaten. Folge mir, Robert. Ich habe auch noch ein paar zurückgekauft. Ah, einfach oben reinwerfen, oder was? Ja, das ist immer ein bisschen tricky. Da nehme ich auch gern mal drüber rausfliegen. Ja, genau so. Noch ein paar Schilde, dann kann ich aus den Teilen ein Verteidigungsschild bauen. Hat noch jemand ein Schild? Computertechnikerin. Ja. Bevor perfekt. Karima, du kannst uns kein so ein Techno-Schild-Dings bauen. Du bist eine Frau. Wenn die Stadt jemand bräuchte, der uns Sandwiches macht, dann würden wir dich rufen. Dein Feedback wird dankbar zur Kenntnis genommen, David. Ganz schönes Arschloch, ne? Ja. Ja, so schnell mit dem Trinken geht. Schaffen wir die Schurke hier zu putzen. Mach das nächste mal. Nächste Woche wird der Grinder nur bei Schwerstverbrechen wie Umweltverschmutzung oder Beleidigung eingesetzt. Ihr werdet euch alle selbst in die Luft jagen. Hört lieber auf. Danke für diesen Beitrag, Dave. Oh, hell, aber der Buggen. So, letzte Aufgabe. Soll ich sie klar annehmen? Ja, na klar. Ja, muss abgeben. Das hagelt Erfahrung. Ich habe 3 Balken. Ich habe bestimmt schon mehr. Kriegt man hier ein Schild zurück, na super. Nee, ich habe auch 3 Balken. Ah ja, dann ist es doch noch nicht so weit. So. Was nehme ich denn? Ist beides Schnulli. Ja, ich nehme jetzt noch die letzte Quest an. Mach das mal. Overlook ist beinahe sicher. Overlooks Schild ist fertig. Und ich hätte gern, dass du mir hilfst, ihn zu testen. Begib dich zu dem Hyperion Außenposten in der Nähe und geh dort zu der Mörserkanone auf der Abschussrampe. Prima, weißt du, was noch besser ist als ein funktionierender Schild? Keine Frau zu sein. Oh mein Gott, Schnauze, Dave! Die Medikamente scheinen zu wirken. Ey! Was denn? Der spawnt mein Fahrzeug weg. Nein. Kannst kein neues spawnen, Kevin. Also irgendjemand hat eben mein Fahrzeug weggespawnt. Aber sind doch beide noch da. Ja, aber du hast mir von der Nase weggespawnt. Ach so, dann war das aus Versehen. Ich fand das echt nicht okay. Versehen. Ja, ich wollte eigentlich ein neues spawnen. Der ist ja traumatisiert. Naja, na, ich kann's nur nicht ändern. Hätte Matze mal gesagt, dass er auch einen besonderen Waffentyp oder so braucht, dann hätte ich ihm können auch was geben. Ich hab doch gesagt, ich brauche mal wieder neue Säure. Sniper. Sachen, Säure, Waffen generell. Ich sag, ich brauche neue Säurewaffen, ich habe nur eine Säure-Sniper momentan. Robert hatte gar keine. Ja, dann Säure-Raketenwerfer. Ja. Ja. Du bist echt eifersüchtig auf mich. Ja, ja, natürlich. Aber ich will gar nichts von Kevin, ich will die selber finden. Jetzt sowieso. Willst du mal lachen? Ich häng zwischen unseren Autos fest. Ja, da will ich wirklich mal lachen, warte. Jetzt kommt er da hinten und lacht dich aus, pass auf. Ich komm nicht raus. Zeig mal her. Wie hast du denn geparkt, dass er es geschafft hat? Jetzt, ich bin raus. Aber der zittert immer noch irgendwie so hoch und runter. Bist du dir sicher, dass du raus bist? Ist es nicht. Steig mal eins ein. Ich kann doch nicht mehr einsteigen. Komm, Robert, das kann man sich doch nicht mit angucken jetzt, hier. Jetzt. Ist mir aber an der Stelle schon mindestens 10 Mal so gegangen. Genau. Echt? An derselben da vorne. Ja, ja. Das da vorne ist übelst blöde. Das habe ich noch nie geschafft, ehrlich gesagt. Das super, nicht so. Wer war denn das? Das war Fucked Hard Kevin. Es ist dir gar nichts passiert. Klar, ich habe mein komplettes Schild verloren. Nun, stirbst nicht dran. Echt, wollen wir zurückgehen und es suchen? Sag mal, du sammelst heute aber echt, oder? Ich komm, das war kein Strich. Lass mal nach Gnade vor Rechter gehen, aber knapp war's. Ich kann's noch nicht für jeden Spruch, den ich bringe, einen Strich geben. Weil ich einfach keine guten Sprüche drauf hab, so wie du. Das war also geschleimt, also komm. Das mag sein. Wer ist denn der Verlust, der Glotscher da oben bei der Kanone? Bitte ignoriere Dave und richte die Kanone 55 Grad nach links und 86 Grad nach oben. Overlook muss voll von dem Mörser getroffen werden, um den Schild zu testen.
gehe so rüber und klatsche ihn so eine ins Gesicht. Wem? Meine wenn Frage, Dave. Was passiert denn, wenn der Test fehlschlägt? Tja, dann... ist... weiß nicht. Da ist das Problem ja auch gelöst, oder? Ja, aber... ist irgendwie blöd, so einen Test zu machen, der unwiederbringlich ist. Naja, no risk, no fun. Ich drehe hier mal an den Knöpfen. Sieht irgendwie wild weit aus. Aber nee, ist okay. Nee. Kommt doch an, mit wie viel Wumms du einen Knopf drückst. Und jetzt feuere die Kanone ab. Soll ich drücken? Ja. Natürlich, du hast die Ehre, lieber Robert. Na dann drück, du Drückeberger. Rima, sei nicht traurig, dass Jack deinen Mann in den Grinder gesteckt hat. Was soll's? Ich steig mit dir ins Bett, wenn du mich freundlich bittest. Versenkt. Und jetzt versuchen wir es mit aktiviertem Schild. Oh, das ist immer noch fies. So schön. Nee, das ist eine der besten Szenen. Ich mag das die. Ist echt so, das ist total badass. So, und? Drücke, drücke. Bitte feuere die Kanone noch einmal ab. Es hat keiner so verdient wie der, ey. Ohne Witz. Den fandst du nicht so cool, den Typen? Ui. Nee, den fand ich nicht so cool. Funktioniert. Overlook ist sicher und kein Dave mehr. Heute ist ein wahrer Glückstag. Komm zurück, sobald es dir passt. Joa, das lief doch ganz gut. Wer findet den Dave schon cool? Oh, ich hätte mit ihm mal ein Bier getrunken. Ja? Natürlich. Solange es Bier gibt. Robert, ich fang dich. Komm her. Und dann halt so, nicht. Während ich jetzt da hinlaufe und die Quest abgebe, kann der Matze schon mal anfangen, sich die Abmoderation auszudenken. Die Abmoderation denke ich mir aus. Tja, wir was denkst du? Kurzes Brainstorming machen darüber. Ja, lass mal hier eine, lass mal eine Mindmap dazu machen. Warte mal, wir haben kein Whiteboard, wir brauchen ein Whiteboard. Hier, wir nehmen hier, das, hier können genau. Wir es anmalen. Warte, geht das hier so? Nee, irgendwie nicht. Ich kümmere mich mal eben um die Stalker hier. Du, ich hab ein Whiteboard gezaubert, was lila ist. Oder schwarz. Ja, ist klar, okay. So. So, was sagst du dazu? Also, ich würde sagen, wir machen das dann so. Ja, no? Also die Abmoderation hier oben links und dann straightforward hier runter ist Plan, oder? Ja, ja. Oh, hör auf. Okay. Weißt du, was ich an Dave am meisten mag? Nee. Dass er tot ist. So, und mit dieser wunderbaren Meldung verabschieden wir uns hier aus dieser Folge mit diesem gar meisterhaften Plan zur Abmoderation und bis nächsten Montag. Macht's gut.